Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play Thief. Ja Leute, hat euch ja versprochen, dass wenn das mit dem Umzug und so weiter bei mir alles durch ist und auch alles läuft, was Internet und so weiter angeht, dann werden wir auf jeden Fall diesen Titel hier spielen und ja, läuft ja alles, ist ja alles super und deswegen kann man das jetzt an dieser Stelle auch machen. Ich freue mich auf jeden Fall, denn es ist wirklich schon sehr lange her, dass ich einen Teil dieser Serie gespielt habe. Ich glaube, der letzte kam 2004 oder so raus. Bin jetzt auch nicht so der Super-Veteran, also ich gehe jetzt auch recht unverfangen ran. Aber nö, legen wir einfach mal los und gucken mal, was uns so erwartet. Wir machen mal ein neues Spiel. Ich hatte vorhin noch mal ganz kurz schon mal reingeschaut. Ja, bitte. So. Wir haben die Wahl zwischen Schurke, Dieb und Meister und wir könnten auch das selber alles variieren und einstellen, den Schwierigkeitsgrad, was ich sehr, sehr cool finde, aber das ist vielleicht eine Sache dann für später. Ich habe aber schon gehört, dass das Spiel jetzt nicht so ultra schwer sein soll, zumindest wenn man hier diese Standardeinstellungen nimmt. Deswegen nehmen wir einfach mal Meister und ja, wenn ich viel rumfaile, dann ist es halt so, dann kann ich es halt immer auf den Schwierigkeitsgrad anschieben. Das ist auch mal was Gutes. So, ja, leg mal los. Und ich setze mal einen kleinen Cut und wir sehen uns dann, sobald der Ladebildschirm vorbei ist. Also, bis gleich. Eine Sache hat mich diese Stadt gelehrt. Alles hat seinen Preis. Geheimnisse, ein Ruf, ein Leben. Und Vertrauen? Wenn du um etwas bitten musst, kannst du es dir nicht leisten. Andererseits spielt das für jemanden wie mich wohl keine Rolle. Sagen wir mal so, wann habe ich je für etwas bezahlt? Prolog, der Fall. So, und da befinden wir uns jetzt also in der Ego-Perspektive von unserem Bekannten Garrett, den Meisterdieb. Und er hat sich gerade wo eingeschlichen, so wie es aussieht. Also der hat auf jeden Fall ein bisschen über den Durst getrunken. Machen wir das Licht aus. Machen wir es uns etwas gemütlicher. Wobei ich ja fast glaube, der wäre nicht wach geworden. Auch bei Licht und so. Aufs Bett rumspringen geht leider nicht. Ich glaube, selbst dann wäre er nicht wach geworden. Teetasse. Untertasse. Noch mehr Tassen. Eine Taschenuhr. So, weiter geht's. Mal gucken, was er noch alles hat. Aber so leicht wird es wahrscheinlich dann, dann später nicht mehr sein. Parfümflakon. Okay. Hier unten ist auch noch was. Ah, nehmen wir alles mit Geldbörse. Ist ja auch noch was, auch noch eine Kerze. Ja, machen wir auch noch aus, wenn wir schon dabei sind. Damit es noch ein bisschen gemütlicher wird. Ein Taschenporträt. Krass, was er alles so dabei hat hier. Kerzenhalter. Ist auch noch was drin. Was haben wir denn? Flachmann, hä? Ja, ah, der ist wahrscheinlich schon leer. Der Flachmann, der liegt jetzt da drüben sozusagen. Nehmen wir auch mit. Und das nehmen wir auch noch mit. So. Also, was haben wir denn hier? Ah, okay, den Schrank wieder zumachen. Na, natürlich, damit das dann nicht so auffällt. Ich denke, wir haben hier alles geholt, was zu holen ist. Dann gehen wir mal weiter. Drücke Leertaste, um über niedrige Hindernisse zu klettern. So. Hätten wir. Ja, hier unten ist aber noch gut was los. Und während die Spaß haben, gehen wir mal in das nächste Fenster. Oder durch das nächste Fenster. Ah, ich muss jetzt hier so. Okay, ich muss schnell ineinander hier drücken. So. Da sind wir auch schon drinne. Dachboden. Plötzliche Bewegungen der Nähe von Vögeln führen dazu, dass sie sämtliche Personen in der Nähe alarmieren. Alarmieren, genau. Alarmieren. Okay. Dann hoffe ich mal, dass jetzt hier keine Personen sind. Ich halte mich lieber an das Gemälde. Das sollte ich mir ansehen. Das würde ich mir nicht ins Zimmer hängen wollen. Bewege die Maus, um nach versteckten Schaltern hinter Rahmen zu suchen. Drücke E, um sie zu bestätigen. Okay. Also hier ist nirgendwo nix. Ich gehe mal davon aus, dass dieser Kreis voll werden muss. Hier. Nein, gehen wir runter, bitte. So. Hier, eh. So. Ah, ein Tresor. So. Bewege die Maus, um den Ansatzpunkt der einzelnen Stifte zu finden. Drücke E, um die Stifte in Position zu bringen. Okay. So, hier. So, hier. Und so, hier. Ja. Na, mal gucken, was drin ist. Das nehme ich doch gerne mit. Das sieht wertvoll aus. Was zum... Okay. Tja, im Volksmund heißen die Dächer Straße der Diebe. Hoffentlich ist das nicht der, von dem ich denke, dass er es ist. Können wir einfach mal gucken gehen.
Nase der Diebe. Immer noch was? Ein Seilpfeil liegt hier rum. Drücke 8, um einen Seilpfeil auszurüsten. Okay, machen wir das mal. Halte linke Maustaste, um den Bogen zu spannen. Lasse linke Maustaste los, um einen Seilpfeil auf den Balken über dir zu schießen. Z zum Beobachten. Okay, den Balken da. So. Und Feuer. Drücke Leertaste, um zu springen, um nach... Nee, unten nach Seilen zu greifen. Mit W kannst du an diesen Herrn hinaufklettern. Okay. Das war nicht so gut gewesen. So, jetzt aber. Na, dann mal hoch mit dir. So. Na, wen haben wir denn da? Springen wir mal runter. Aaron. Natürlich. Geht's beim nächsten Mal noch etwas lauter? Wie hättest du sonst gewusst, dass ich es bin? Besso hat dir gesagt, dass wir zusammenarbeiten, oder? Tja, ich bin gekommen, also was denkst du? Ich denke, du hast dich nicht verändert. Komm schon, das wird wie früher. Juhu, folge Aaron. Okay, müssen wir schnell rennen. Und lernt das dann immer zum Springen, alles klar? Versuchen wir es einfach mal hinterher zu kommen. So. Weiter geht's. So. Jop. Die ist ganz schön weit weg gerade, wie es aussieht. Ah, nee, da ist er. Okay, cool. Schön, dass du es geschafft hast. Hast du die Route genommen, weil sie schnell war oder weil sie Spaß gemacht hat? Geht nicht auch beides? Komm schon, erledigen wir Bessos Auftrag. Na dann. Lichtkristall. Der Lichtkristall in der linken unteren Bildschirmecke zeigt an, ob du zu sehen oder in den Schatten verborgen bist. Stehst du im Schatten, bist du schlechter zu sehen. Jupp. Hast du nicht vor, in den Schatten zu bleiben, Lady Lampenschein? Hab mich nur umgesehen. Ich weiß, du gehst gerne voraus. So. Und weiter. Du solltest dir auch so ein Ding besorgen. Wir sehen uns dann drüben. Da komme ich dann wohl nicht weiter. Laden wir ab, bevor der Midsommertag vorbei ist. Warum trinken wir nicht erst noch einen Schluck? Wir können den Karren nicht einfach stehen lassen. Heute ist ein Feiertag. Alle Diebe der Stadt liegen besoffen unter irgendeinem Tisch. Genau wie die Wachen. Ich will nicht wieder mit einem betrunkenen Wachmann diskutieren. Ja. Ich auch nicht. Ich will vor allem nicht, dass mich betrunkene Wachmänner sehen. So, da ist er schon. Ja, die hat die Abkürzung genommen. Gefällt dir die Kralle? Ja, ich will auch so eine Kralle. Hab ich selbst gebaut. Bau mir auch mal eine, bitte. Das wird die Wachen sicher beeindrucken. Die haben uns garantiert gehört. Die müssen mich erst mal kriegen. Halt einfach die Augen offen. Wir sind nicht hier, um uns umzusehen, Garrett. Alles, was zählt, ist die Beute. Und? Du klaust aber schon noch, oder? Ich hab schon gestohlen, als du noch in den Windeln lagst. Das ist der Garrett. Die wollte irgendwas noch sagen. Naja. So, drücke R, um Gegenstände mit dem Schlagstock zu zerstören. Okay. Ah, wir haben doch so einen Teil. So, hoch hier. Alles in Ordnung. Nichts mehr. Was war das? Weil ich nichts mehr höre, ist keine Gefahr mehr da. Das ist auch super, die Logik. So, C. Also. Sieh mal, was ich gefunden habe. Was denn? Wir beide abends in der Stadt. Warum haben wir damit aufgehört? Weißt du das wirklich nicht? Na, wartet mal eben. Kann doch ja durch das Fenster gehen, oder? Krieg ich das auf? Oder gehen die nicht auf die Fenster? Nee, kann ich leider nichts machen. Okay, gut. Dann gehen wir zurück. Weil die hat was gefunden und ich nicht. Das ärgert mich gerade ein bisschen. So, dann hoch wieder. Ja. Springen. Jetzt drücke ich mich aber mal lieber wieder. So, ich mache erstmal die Kerzen aus. Beziehungsweise gucken wir erstmal hier rein. Ein Armreif. Okay, ich mach mal höher. So. Yeah, cooler Move. Wir ducken. Schloss knacken, bitte. An Orten, an denen ich nicht willkommen bin, versuche ich nicht aufzufallen. Und davon gibt es eine Menge. Ja, ich finde gerade... Ah, da ist der Punkt. Alles klar. So, der nächste. Und jetzt noch den dritten. Ja, Mann. So. Halt, wir hätten durchspielen können. Okay, muss ich mir merken. Kann ich ihn nochmal zumachen? Ich will da erstmal durchspielen.
Okay. Cool. Und hier ist niemand. Alles klar. Wie komme ich denn wieder raus? Ah, alles klar. So, jetzt können wir aufmachen. Ist ja sicher. So, was haben wir denn hier? Teleskop. Ja, da gucken wir jetzt hier mal alles durch, Leute. Das lohnt sich, ja. Wir brauchen ja. Das Gold. Ist das Gold? Das G? Ich nenne es jetzt einfach mal Gold. So, die Katzen können wir auch noch ausmachen. Aber momentan scheint das noch nicht wirklich notwendig zu sein. Hier ist nichts drin. Geldbörse. So. Ich glaube, ich muss hier nicht ducken. Das ist unnötig hier. Hier ist ja niemand. Aber hier haben wir auch noch was. Es ist schwer, in dieser Gegend ein Geheimnis zu wahren. Tagebuch des Voyeurs, okay. So. Hier können wir nicht mehr aufmachen. Hier waren wir schon. Eine Truhe. Truhe ist immer gut. Ja, hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. Ein Becher. Ein Ring. Na gut. Nicht, dass das Ding jetzt hier plötzlich angeht. So, das dürfte es gewesen sein. Dann gehen wir weiter. Wenn du schon wie ein Wachmann auf die Straße pinkelst, geh wenigstens aus dem Licht. Hier kann dich jeder sehen. Das Bier muss irgendwo hin, Schatz. Ich hab's nur aufgewärmt. Abgesehen davon, siehst nur du zu. Kaum zu glauben, was für ein guter Fang du mal warst. Komm schon, kosten wir mal diese Entenflügel. Ja, Entenflügel klingt lecker. Also auf Ente hätte ich jetzt auch Bock. Aber gut, wir müssen erstmal weitermachen hier. Wir müssen erstmal durch das Fenster. Aber vielleicht gibt es ja Ente irgendwo. In irgendeiner Truhe oder so, ich weiß es nicht. So, wir schnell E drücken. Dann komm. Hey! Wieso macht denn der nichts? So, jetzt, okay. Muss anscheinend noch schneller E drücken. So. Na, da sind wir. Hier ist nichts drin, ne? Das ist ja so ein Kackvogel. Ich glaube, die Vögel, die werden uns später noch richtig auf den Sack gehen, kann ich mir jetzt schon vorstellen. Ah, hier müssen wir mal aufmachen und gucken. Ah, wieder ein Becher. Ja. Hier haben wir auch noch welche. Truhen? Nicht Truhen, Fächer. Okay, ist gar nichts drin. Was ist denn hier? Das ist einfach nur ein Fenster, oder? Brauchen wir ja nicht aufmachen. Können wir mal gucken, aber... Oder? Ich probier's mal eben. Ja gut, das bringt uns ja nichts. Wir müssen ja... Oh nein. Okay, ich muss wieder rein, Leute. Moment. Ich glaube, das war das Fenster, wodurch wir gekommen sind, oder? Na komm. So. Also zurück. Und dann müssen wir wahrscheinlich die Treppe dann hoch hier. Kackvogel. So. Wie viel hast du gestohlen? Es geht nicht um wie viel, sondern um was. Und auch um das Wie. Dieses Urkraftsteinding, das Besso will, ist anscheinend im Zeremonienraum von Northcrest Manor. Heimstatt des Barons. Das wird schwierig. Besorgt? Ja, solltest du auch sein. Keine Sorge. Ich spring für dich ein. Das Ding wird mit jeder Sekunde komplizierter. Okay. Hinweis, Diebesausforderungen können nur durch das Beenden von Kapiteln in einem spezifischen Spielstil erlangt werden. Na dann. Ziemlich viele Wachen. Und die sind bestimmt nicht zum Sommerfesttanz hier. Viele Wachen heißt viele Waffen. Diebe und Schwerter, das ist schlecht. Ich hatte nie Probleme mit Schwertern. Ich bin aber auch nicht bloß ein Dieb. Okay. Wir sind aber bloß ein Dieb. Dafür aber ein guter Dieb. So, schleiche durch die Gärten, verhalte dich geräuschlos und bleib außer Sicht. Die Gäste sollen nicht sehen, wie das Ding den Geist aufgibt. Außerdem sehen wir ohne Licht nichts. Die Teile gehen ständig an und aus. Kannst du es reparieren? Sehe ich aus wie ein Mechaniker? Keiner von uns kennt sich mit allen Experimenten seiner Lordschaft aus. Eine strahlende Zukunft, in der das Licht nicht funktioniert. Witzig. So, mit Leertaste können wir also auch von Schatten zu Schatten springen, okay.
Dankeschön. Komm mal her. Ha?